Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine coole Kartenform auch wieder und könnt mir gut vorstellen, dass das eine tolle Karte ist für Teenies, für Jugendliche, für junggebliebene Erwachsene und ihr seid da auch in den Farben total frei, könnt da ganz viel gestalten. Das Coole ist, dass das hier so eine richtige Sprechblasenkarte ist. Denn auf die Idee gekommen bin ich, als ich im Katalog das Set Sprechblasen gesehen habe und habe mir gedacht, boah, da kann man bestimmt so eine coole Rausziehkarte machen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Also man kann die hier hochziehen und hat dann hier eine Karte mit so coolen Sprechblasen, teilweise, teilweise nicht. Hier sind die Umrandungen dafür. Und auch hinten drauf hat man noch eine größere Fläche zum Schreiben, auch so ein bisschen als Sprechblase gestaltet. Also da kann man sich mit diesen coolen Stanzformen total schön austoben. Und auch die Sprüche sind aus dem Set. Hier seht ihr nochmal so ein bisschen die Umrisse. Und ich finde, das ist echt eine witzige Karte, die man da ganz super, ganz farblich unterschiedlich natürlich gestalten kann. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und ich habe noch so einige Ideen, wo wir umsetzen könnten, vielleicht, dass wir noch eine andere Version aus dem Ganzen machen. Hier übrigens, warum mache ich da das M drauf? Ich habe mir gedacht, Geburtstag? Da hat auch jemand Geburtstag. So auf diese Art bezieht sich das. Ansonsten können wir das natürlich auch, wenn man jemanden zum Kaffee einlädt oder so, verwenden. Ja, aber da fand ich, war das vielleicht ganz witzig als Spruch dafür. Okay, dann legen wir mal los. Ich zoome euch auch ein kleines bisschen raus. Ich habe das nur so nah hingemacht, weil ich hier nämlich schon das volle Chaos habe. Ihr seht auch, meine Hände sind schon ganz bunt, weil ich nämlich schon ein bisschen vorgewerkelt habe mit dieser Karte. Okay, und ich starte mal mit den Materialien, die ihr braucht. Ich habe jetzt hier verschiedene Sachen ausgestanzt. Auch unter anderem bunte Farbkarton. Ich habe jetzt Mangogelb, Brombeermus, Flieder, das ist eine alte Farbe, Grundweiß auf jeden Fall. Und nehme als Grundkarte den karibikblauen Farbkarton. Der hat hier unten diese Bestellnummer, aber ich blende es euch, glaube ich, schöner ein. Karibikblau ist eine In-Color-Farbe. Und ich habe auch noch Minzmakrone verwendet für diese Sprechblasen, weil meine erste Karte ist eben Minzmakrone. Wenn euch diese Version gefällt, ist das hier außen Minzmakrone. Genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, gehen wir mal ein bisschen auf Karibikblau. Und da habe ich mir jetzt schon zugeschnitten ein Stück Farbkarton in dem Maß 21 x 14 cm. Gefalzt habe ich mir das Ganze an der langen Seite schon bei 10,5 cm. Und ich habe mir hier so Post-its an den Rand geklebt, genau an die Falzlinie, weil ich noch eine Idee mit der Frontseite habe. Und dann habe ich noch ein großes Element, und zwar ist das Grundweiß mit dem Maß 13,5 x 9,5 cm. Hier seht ihr nochmal kurz die Maße. Und diese Sprechblasen, ich habe mir die teilweise schon ausgestanzt in verschiedenen Farben. Mal gucken, was wir heute so verwenden. Wie gesagt, die Farben habt ihr vorher gesehen und ich zeige euch das nachher auch nochmal genauer. Möchte jetzt aber erstmal mit der Grundkarte starten. Und da habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht auch ganz cool. Bei dieser Karte habe ich ja diese Sternchen aus dem Stempelset gestempelt. Das ist so die einfachere Version. Und vielleicht wäre es aber ganz cool, wenn man das auch mit so einem großen Hintergrundstempel macht. Und da habe ich an dieses gedacht. Rays of Light heißt das Ganze, hat diese Bestellnummer. Sieht so aus, ist so ein ganz großer Stempel. Und den würde ich jetzt gerne in den Hintergrund machen. Und ich habe mir zuerst gedacht, ob ich das vielleicht in der gleichen Farbe wie dieses Karibikblau verwende, also Ton auf Ton. Oder, so wie wir es jetzt machen, dass wir das einfach in durchsichtig embossen. Dann schaut es noch ein bisschen wertiger oder cooler oder besonderer aus. Ich habe mir einfach den Stempel jetzt mal auf den Block gezogen und nehme mir die Versamark-Farbe, das ist diese durchsichtige Tinte. Ich brauche auch noch einfach ein Papier unten rein, ein Schmierpapier. Diese Post-its sind dafür da, dass es nur auf der Vorderseite dann ist, deswegen habe ich das so überklebt. Und wenn ihr das nicht machen wollt oder wenn ihr jetzt keine Embossing-Ausstattung habt, dann könnt ihr das auch einfach lassen und wie gesagt Ton in Ton stempeln, könnte ich mir gut vorstellen. Oder einfach dann auch, so wie ich bei der ersten Karte, mit einem kleinen süßen Stempel, zum Beispiel diesem Sternchen, so ein bisschen zwischenrein stempeln. Ganz am Ende könnt ihr das machen, dann seht ihr, wo der meiste Platz ist dafür. Genau, also ich habe mir jetzt hier diese durchsichtige Farbe drauf gemacht und jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier gut positioniere und hoffentlich schön treffe und hoffentlich einigermaßen gerade bin. Und drücke mir das mal richtig gut an. Lass das noch ein bisschen liegen und hole mir dabei mein durchsichtiges
Pulver. Und zwar ist dieser Klarlack, den werde ich da jetzt drüber machen. Jetzt nehme ich mir das mal ab. Und jetzt seht ihr das auch schon ganz leicht. Sieht richtig cool aus. Seht ihr das im Hintergrund? Also man sieht es jetzt in der Kamera gar nicht so stark, aber hier, und es soll ja auch nicht total stark sein, sondern nur so ein bisschen. Und da streue ich jetzt dieses Pulver drüber. Dann werdet ihr das auch gleich besser sehen. Könnt ihr bestimmt auch in Weiß ganz cool ausschauen, aber dann wird es vielleicht ein bisschen zu viel. Also deswegen mache ich das jetzt in Klarlack, weil ich gerne das schon dezent im Hintergrund haben möchte, aber einfach noch ein bisschen was da hinten drauf. Ich hätte hier unten noch ein bisschen weiter runter gehen können mit meinen Strahlen. Aber das macht jetzt nichts, das hat halt hier dann so einen Abschluss. Genau, und dann werde ich das Ganze mit dem Erhitzungsgerät, mit diesem Föhn, einmal erhitzen, damit es so schmilzt. Genau, und so sieht das Ganze jetzt aus. Also man sieht, es glänzt so ein bisschen. Und das ist natürlich immer ein toller Spezialeffekt, den man so im Hintergrund noch machen kann. Post-its kommen weg, dann haben wir hier eine schöne Kante und haben so eine tolle Kartenfront, die wir jetzt gleich weiter bearbeiten können. Also ich bin gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Man hat das ja immer so ein bisschen im Kopf und wie es dann wirklich rauskommt, sieht man dann erst. Ich bin jetzt nur überlegen, ich glaube, ich mache sogar hier unten diesen Streifen weg, dass die Karte noch ein bisschen kleiner ist, dass dieser Absatz nicht so ist. Das stört mich da so ein bisschen. Deswegen kürze ich mir die Karte jetzt einfach noch ein kleines bisschen ein. Noch ein bisschen. Dann ist sie noch ein kleines bisschen kleiner geworden. Genau. Okay. Und als nächstes mache ich so, da hole ich mir schon mal meine Stanzmaschine ins Bild und meine ganzen Stanzformen, die ich da draufsetzen möchte. Und zwar sind es die Sprechblasen. Wo ist meine Verpackung? Also die Stanzformen-Sprechblasen haben diese Bestellnummer und die gibt es zusammen mit diesem wunderbaren Stempelset. Also das passt super zusammen. Das Stempelset alleine hat diese Nummer und das Produktpaket, wo ihr beides zusammen kaufen könnt, hat diese Bestellnummer. Und es ergänzt sich eben total schön und man hat noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Unter anderem so eine ganz große Stanzform, wo man dann eben auf jede Größe anpassen kann. Das zeige ich euch nachher noch. Und ich habe mir jetzt schon einige Stanzformen rausgesucht und ausgestanzt. Und zwar habe ich einmal dieses Wow mir geschnappt. Das möchte ich gerne haben. Dann eines für das Viel Glück, wo der Text Viel Glück reinpasst. Einmal das Juhu. Das gehört, passt ungefähr hier rein. Dann eben dieses Geburtstag oder Geburtstagskuchen oder so. Und dann noch dieses Große. Die meisten oder ein paar von denen stanzen zwei Lagen aus. Also wenn ihr das jetzt seht, zum Beispiel diese Stanzform hier, diese und diese da oben, die stanzen diese beiden Rahmen aus. Und ich sehe das jetzt gleich, wenn ich es mir einmal durchkopple. Also ich lege mir das jetzt mal so auf, wie ich es ganz witzig finde. Ich habe jetzt nur geguckt, ob man das hier noch ein bisschen so einbauen kann, dieses Strahlen. Aber eigentlich fand ich das vorher auch schon ganz schön so mit dieser Aufteilung. Das Einzige, was ihr beachten solltet bei dieser Aufteilung von euren Stanzen, ist, dass ihr nicht zu nah an den Rand hinkommt, weil der soll ja nachher noch kleben und die ganze Karte fixieren und die Stabilität ist auch besser, wenn das nicht ganz am Rand ist. Nicht zu nah aneinander insgesamt und trotzdem auch nicht zu sehr an den Rand. Genau. Und dann kurbel ich mir das einfach einmal durch und dann seht ihr gleich, wie das Ganze ausgestanzt wird. Mach mal kurz vor und zurück.
Und lege mir das Ganze jetzt mal hier hin. Jetzt wird es sieht lustig aus auf jeden Fall. Hat mir jetzt auch ganz coole kleine Etiketten mit diesen Streifen. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen ran. Und jetzt sieht man auch hier, zum Beispiel bei dieser Stanze, die stanzt jetzt nicht nur das innere Teil aus, sondern es geht jetzt durch das Embossing gar nicht so gut raus wie sonst, sondern eben auch noch so einen Rahmen. Und diese Rahmen haben zum Teil eben noch wie hier diese Punkte eingearbeitet. Das sieht man vielleicht bei einfarbigen noch ein bisschen besser. Also ich halte euch das mal so hin. Ihr seht, das sind noch so kleine Muster. Hier sind noch diese kleinen Punkte. Und bei diesen lilanen sind noch so Streifen. Das sieht man auch in einer anderen Farbe vielleicht noch besser. So Einkerbungen und so. Also das ist ganz cool gemacht, dass diese Stanzformen alle noch so eine kleine Besonderheit haben. Hier obenrum sind noch so kleine Pünktchen eingearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob es in der Kamera überhaupt rauskommt, aber in echt sieht man es richtig schön. Und ihr habt eben so die eine Möglichkeit, dass ihr das als Stanze habt oder eben auch als Rahmen. Und die passen natürlich auch oft absolut perfekt um eure Sprüche herum. Genau, jetzt hat man hier den Rahmen, einmal das äußere Teil und das innere Teil. Und das habe ich gleich genutzt, weil ich die Karte ja schön bunt haben möchte, dass ich mir einfach diese Stanzformen, die diesen doppelten Rahmen machen, also diese drei zum Beispiel, dass ich mir die in verschiedenen Farben einfach nochmal durchgekurbelt habe und dann hat man eben diese Ergebnisse. Das ist, finde ich, total cool. Hier auf den Stanzformen sieht man auch ganz gut, dass die eben noch immer so eine kleine Prägung dabei haben. Und die anderen, die halte ich mir einfach auf. Da habe ich jetzt auch jede Menge in ganz vielen bunten Farben, wo ich dann vielleicht für eine andere Karte einfach super nutzen kann. Als Etiketten. Sprechblasen, wie auch immer. Genau. Also, wenn ihr das gemacht habt, dann kurbelt euch die gerne nochmal aus, diese Dreierkombi, die diese doppelten Rahmen macht, und zwar in den Farben, die ihr für eure Karte verwenden möchtet. Und in meinem Fall eben möglichst bunt. Genau. Ich habe jetzt so die Grundkarte soweit fast fertig. Das, was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich hier oben noch so einen Eingriff mache. Und das mache ich eigentlich immer mit einer Stanze. Ich habe jetzt hier eine 1-Inch-Stanze und mich macht das so nach Augenmaß. Ihr könnt es euch natürlich auch anzeichnen. Aber hier oben eine kleine Rundung, möglichst in der Mitte. Finde ich immer ganz schön, dass man noch so einen Eingriff hat für das, was man da rauszieht. Und ich habe da immer die 1-Inch-Kreisstanze, die ist mir da am praktischsten. Genau. Okay. Und dann haben wir eben die Karte mit diesem Innenteil und müssen uns jetzt hier diese Innenkarte gestalten. Und da mache ich es jetzt so, dass ich mir die schön anlege. Das heißt, ich markiere hier oben an den Rand und hier rechts und links lasse ich ungefähr den gleichen Rahmen. Das Ganze müssten wir uns jetzt sowieso noch kürzen, weil ich ja die Grundkarte ein bisschen gekürzt habe. Aber durch das, dass ich mir das nachher ausstanze, kürze ich mir das nachher sowieso nochmal. Bevor ich das jetzt aber mache, lege ich mir das wirklich schön mittig an und markiere mir jetzt so ein bisschen ein paar Sachen. Nämlich als allererstes mache ich mir hier oben mittig in meinen Eingriff einen kleinen Punkt, wo ich dann nachher diese Bänder zum Rausziehen befestige. Was ihr jetzt machen könntet, wäre, dass ihr euch das mit einem Bleistift vielleicht so ein bisschen umrandet und dann bestempelt. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich tue mir jetzt erstmal meine kleinen Rahmen hier reinkleben. Und zwar schaue ich jetzt mal, was ich so für Farben benutzen möchte. Ich möchte sie ja eigentlich auch recht bunt haben. Naja, wir bleiben eher beim hellen Ton, glaube ich, so. Lege ich mir jetzt diese drei schon mal hier hin und werde mir die jetzt auch schon mal ankleben. Dann habe ich nämlich nachher schon mal einen Orientierungspunkt für meine Stempel. Und das mache ich tatsächlich einfach nur mit Flüssigkleber und mit einer Pinzette. Also da muss man ein bisschen filigran arbeiten. Das heißt, ich mache mir da einen ganz, ganz dünnen Kleberand hinten drauf und werde mir das dann da in diese Ausstanzungen reinkleben. Und wenn ich mir jetzt die Karte aufmache,
habe ich schon mal so drei große Punkte, wo ich weiß, da möchte ich auf jeden Fall hinstempeln, was reinstempeln. Und dann, ich nehme mir das jetzt immer noch so ein bisschen als Beschwerung, habe ich für diese beiden, also dieses Hm und dieses Wow, die habe ich einfach jetzt hier tatsächlich reingestempelt. Und damit ich jetzt nicht diesen Abdruck hier habe, ich möchte also nur den Text innen drin haben, habe ich es mir einfach so gemacht, dass ich mit den Stamping-Markern wirklich nur den Text in der Mitte koloriert habe. Bisschen aufpassen, also das ist schon ein bisschen so eine Konzentrationsarbeit, dass man den Rand nicht anmalt. Aber den könnte man zur Not auch wegmachen. Und dann hauche ich einmal kurz drauf und dann stempel ich mir hier dieses Wow in mein Feld. Also das ist natürlich jetzt nicht genau zackig, wie das passt von außen, sondern einfach nur diese Buchstaben und da muss man nicht ganz genau da das treffen, sondern das passt so sehr gut. Und so mache ich es mit dem M auch. Dann male ich mir eben auch nur diese Mitte an. Und da macht es am besten immer mit dieser dicken Pinselspitze. Also ich habe da eine dünne und eine dicke. Aber da bietet sich wirklich die dicke an. Nochmal draufhauchen und abstempeln. Okay, und die anderen, die kann ich mir jetzt einfach da reinstempeln. Zum Beispiel dieses Drück dich habe ich jetzt noch. Das mache ich in. Was nehme ich noch für Farben? Ich nehme jetzt mal Pazifikblau. Das hatte ich vorher auch. Ich habe jetzt nämlich die Stempel noch nicht sauber gemacht. Und ich möchte es ja wirklich bunt haben, also da muss jetzt nicht alles super zusammenpassen. Viel Glück hatte ich in Minzmakrone. Da nehmt ihr einfach, welche Farben ihr gerne habt. Oder welche Farben hier jetzt zu euren Stanzungen passen. Das sollte ich mal wieder auffüllen. Das Stempelkissen ist leer. Und was habe ich jetzt noch? Juhu auch noch. Das Juhu ist auch wieder in so einem Rahmen. Da nehme ich jetzt als Farbe Flamingo Rot. Und mal mir hier auch wieder nur den Text an. Wenn ihr ein anderes Stempelset verwenden wollt, wo ihr kleine Sprüche habt, dann könnt ihr das natürlich auch machen und einfach ganz normal stempeln. Genau, dann sieht das Ganze so aus. Schön bunt und ganz witzig, finde ich, mal ein bisschen anders. Ups, das war jetzt Quatsch. So, dann können die Farben mal weg. Also wie gesagt, Pazifikblau habe ich gar nicht gebraucht. Ah doch, Pazifikblau, wenn ihr schon am Stempeln seid, ich habe noch was gemacht. Ich habe mir noch das Stempelset Besondere Momente rausgenommen. Das ist das hier. Und habe mir hier einen schönen Geburtstag. Wo steht's hier? Habe ich mir ausgesucht. Weil ich wollte ja nur dieses Geburtstag haben. Und habe mir hier wirklich nur wieder mit dem Stempelmarker nur das Geburtstag angemarkert und dann abgestempelt. Auf ein Stück Grundweiß. Und dann habe ich mir ein Etikett gesucht, das da außenrum passt. Und ich bin jetzt bei einem hängen geblieben, das so aussieht. Das ist aus der Kissenschachtel. Ich weiß gar nicht, ob die noch im Sortiment ist. Aber die hat da super rumgepasst. Wäre aber viel zu groß gewesen, seht ihr? Also die wäre ja riesig. Also ich habe es mir einmal komplett ausgestanzt. Und dann habe ich es einfach so gemacht, dass ich auf dieses ausgestanzte Etikett die andere Seite nochmal drüber lege und so nochmal durchstanze und halt somit das Ganze verkürze. Also habe ich den schönen Rahmen komplett außenrum und nicht so riesengroß, wie es eigentlich wäre. Das könnt ihr immer machen, wenn ihr ein Etikett habt, das vielleicht von der Größe nicht ganz perfekt passt, also von der Länge, dann könnt ihr das so noch perfekt einkürzen. Vielleicht als kleiner Tipp am Rande. Das habe ich auch noch gemacht. Genau, und jetzt nehme ich mir einfach eine Lochstanze und mache mir hier oben in meinen Eingriff, dieses kleine Loch, das ich mir hier markiert habe, hier oben noch ein Loch rein, damit ich das nachher schön rausmachen kann. Und was ich jetzt noch mache, damit dieses Etikett fertig ist, stanze ich mir hier unten noch diesen Rahmen aus. Und ich finde es halt so cool, dass man hier diese Sprechblase in jeder erdenklichen Größe nochmal stanzen kann.
Und dann mache ich es jetzt auch so auf die Rückseite, soll ja auch nochmal ein Etikett kommen. Also ich habe jetzt hier 8 mal 11 cm und mache mir das dann nachher auf die Rückseite und kürze mir das dann auch mit diesem Etikett so ein. Und die zwei Sachen kurbel ich mir nochmal kurz durch die Stanzmaschine. Also habe ich jetzt hier mal diese Größe und nehme gleich das andere noch, gucke mir das nochmal kurz an. Ja, ein bisschen was weg. Und hier eben diese Größe. Und mit dieser kleinen Stanzform habt ihr natürlich jetzt eine riesengroße Möglichkeit, diese Sprechblasen überall einzubauen, weil ihr jede erdenkliche Größe machen könnt. Und das ist fast eine der coolsten Stanzformen aus diesem ganzen Set, obwohl sie so klein und unscheinbar ist. Ich habe hier noch was drauf gestempelt und zwar herzlichen Glückwunsch, auch aus dem Set Besondere Momente, und das mache ich auch nochmal in Pazifikblau. Dann wiederholt sich das dreimal auf der Karte. Setze ich mir hier unten noch so drauf und dann bin ich mit Stempeln fertig. Das wäre übrigens die Bestellnummer, wenn ihr das auch so in den Farben gestalten wollt. Das kommt jetzt einfach nochmal mit Flüssigkleber auf die Rückseite. Dann ist meine Innenkarte schon fast fertig. Cool. Und hier habe ich mir jetzt ein Band geschnappt und einen Leinenfaden. Das Band ist dieses gewebte Metallicband. Also ein dünnes Band, weil ich jetzt einen ganzen dünnen Löchleiner habe, dass ich da nicht so lang rumfädeln muss, und einfach so ein bisschen Leinenfaden. Das fädle ich mir jetzt durch und mache mir ein Schleifchen hin. Es würde jetzt auch nur der Leinenfaden gehen, aber das macht halt nochmal ein bisschen Glitzer rein und so ein kleines bisschen Farbe nochmal. Genau, das fädle ich mir einfach so durch und hier binde ich jetzt noch ein Schleifchen hin, am besten auf die Vorderseite. Einmal nochmal umdrehen. Band unten durchlegen. Ich beschwere mir das immer ganz gerne und mache dann hier einfach einen Knoten und dann ein Schleifchen hin. Oder nur einen Knoten, das geht natürlich auch. Wer möchte und noch ein bisschen stempeln möchte, könnte hier natürlich auch noch diese kleinen süßen Sternchen verteilen. Ich habe jetzt hier nämlich Mangogelb. Das ist das, wo ich vorher aufgefüllt habe, wo mir jetzt überall die Farbe ist. Und mache noch diese kleinen Sternchen da so ein bisschen hin. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ich glaube, 3 reichen sogar schon. Und wie gesagt, die könntet ihr natürlich auch super auf die Vorderseite machen. Die sind auch in diesem Stempelset drin. Und dann geht es eigentlich nur noch an die finale Deko und ans Zusammenbauen unserer Grundkarte. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein dünnes Abreißklebeband. Also ich habe hier wirklich bewusst das dünne genommen, das andere ist mir fast zu dick. Und klebe mir das hier schön an der Rand unten hin und hier an der Seite nach rechts. Damit wir uns dann nicht verhackeln mit dem Kleber nachher. Und dann klebe ich mir einfach die Karte zusammen und habe hier, finde ich, schon eine richtig coole Karte eigentlich. Was ich jetzt nochmal, ich gehe mir hier mit meinem Papierfalter einfach hier unten noch ein bisschen rein, dass meine Karte genügend Platz hat. Weil der eh kleiner geschnitten ist, also eigentlich müsste es gut funktionieren. Und schon habe ich hier eine richtig coole Karte. Finde die mega schön. Also sieht irgendwie ganz anders aus als die andere. Nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen diesem Embossen. Hier unten kommt noch mein Geburtstagsschild drauf. Das klebe ich mir einfach mit Abstandsklebern hin. Und da braucht es jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel drauf. Geburtstag. So. Hat was, oder? Ist cool, ist lässig. Kann man hier so rausziehen. Und hat eine schöne Karte. Ich mache jetzt hier hinten auch noch was drauf. Ich habe noch ein Sternchen. Und jetzt haben wir 2 irgendwie komplett unterschiedliche Karten, obwohl sie ja eigentlich gleich sind.
Also schön bunt gestaltet. Hier habt ihr die Möglichkeit, eben das Ganze mit diesen Embossen noch zu machen. Finde ich schon sehr lässig. Oder eben hier mit gestempelt, auch sehr schön. Gefallen mir die Farben auch sehr gut. Das Karibikblau ist auch sehr schön frisch. Also könnt ihr jetzt überlegen, was euch besser gefällt. Habt ihr hier noch eine coole Karte. Innen und außen und könnt noch ein bisschen was draufschreiben und das als ganz witzige Karte mit Löchern gestalten, sozusagen. Eine richtig schöne Sprechblasenkarte. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich hoffe, die gefallen euch beide sehr gut. Ich finde sie beide schön. Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, was mir besser gefällt. Ich finde beides witzig. Das ist noch ein bisschen einfacher mit dem Stempeln und sieht genauso gut aus. Also da könnt ihr gucken. Und wenn ihr noch Glitzersteinchen oder sowas unterbringen wollt, ich lasse es jetzt mal weg. Aber man könnte ja auch noch ein bisschen was hinmachen zur Not, wenn es zu wenig glitzert. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ist eine tolle Idee für euch. Ist witzig, mit diesem Set so zu spielen und das so zu gestalten. Und ja, wenn es euch gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Auch gerne einen farbigen Daumen, weil ich natürlich überall Farbe habe. Und ihr hoffentlich auch, weil ihr mitgebastelt habt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Drückt dabei gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Tschüss, kreativiert was Neues.